Achtung, bevor das Video startet, möchte ich kurz nur eine Triggerwarnung rausgeben, denn in dem Video geht es teilweise um Vergewaltigung, die zwar nur auf der Bühne stattfindet, aber sie ist halt einfach Thema. Es geht um Mord, es geht um Orgien, es geht um die ein oder andere sehr wilde Szene und am Ende des Ganzen zeige ich auch noch Bücher zu dem Thema her. Falls das also nichts für euch ist, seid generell sehr wütend unterwegs, wenn ihr auf diesem Channel seid und es hört euch das Video vielleicht nicht anschauen. Falls das Ganze ziemlich cool und geil findet, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wieder zu einem bisschen anderen Video eigentlich, denn wir reden weder über ein Buch, nur über einen Film oder ähnliches, denn wir reden heute über ein Theater, und zwar das Grand Guignol. Und bevor wir jetzt voll in das Thema einsteigen, möchte ich euch zuerst nur eins der Theaterstücke, eins der berühmtesten und auch erfolgreichsten Theaterstücke aus diesem Hause erzählen. Das Theaterstück heißt A Crime in a Madhouse aus dem Jahr 1925 und ist vom Andrew Delord und vom Alfred Binet. Wie ihr es euch vor dem Titel vielleicht schon denken könntet, spielt das Ganze in einem Irrenhaus. Und das Ganze ist sehr klassisch, also es ist ein Irrenhaus für Frauen, das geleitet wird von Nonnen und es ist gerade Nacht und es sind halt alle möglichen Patienten einfach zusammen in einem Raum. Die Umstände sind natürlich auch dementsprechend und ich würde sagen, wir fangen an mit der Erzählung. Wir befinden uns in einem Zimmer mit drei Patientinnen. Eine davon ist noch relativ jung, es ist ein kleines Mädchen. Wir haben, wie schon gesagt, mitten in der Nacht und die drei schlafen gerade. Die Nonnen gängen immer wieder mal durch, schauen bei der Tür ein, ob alles okay ist. Und kurz nach so einem Kontrollgang öffnet sie die Tür auf einmal wieder und eine fremde Patientin kommt in den Raum. Sie weckt das kleine Mädchen auf und sagt ihr: Hä, du hast einen Vogel in deinem Kopf und ich bin jetzt da, um diesen Vogel zu befreien. Die anderen zwei Frauen werden durch diesen Lärm natürlich auch geweckt, schauen sie das Ganze aber mal mit einem Sicherheitsabstand an, denn wir sind in einem Irrenhaus. Jeder dieser Patientinnen hat irgendeinen Knall, sozusagen. Die fremde Patientin beschließt nun also, die Augen des Mädchens herauszustechen, um so den Weg freizumachen für den Vogel. Gesagt, getan, das Mädchen stirbt, aber es kommt kein Vogel aus diesem Kopf. Die zwei anderen Patientinnen aus diesem Zimmer fühlen sich jetzt ein bisschen verarscht und finden das nicht okay, dass ihnen ein Vogel versprochen worden ist, aber kein Vogel herausgekommen ist. Deswegen schnappen sie die fremde Patientin und beschließen sie zu töten. Sie geben ihren Kopf in den Ofen, der da im Raum steht, um zu heizen und lassen sie verbrennen. Währenddessen gingen die Nonnen natürlich nur mal durch, um zu schauen, hey, ist alles okay? Durch die Dunkelheit im Raum. Nicht hundertprozentig klar, wann ja der Ofen brennt, aber durch die Dunkelheit im Raum sehen sie natürlich nichts und die zwei Patientinnen legen sie wieder in ein Bett und schlafen. Der Vorhang fällt, das Theaterstück ist vorbei. Wie viele Menschen haben sie jetzt übergeben? Wie erfolgreich war das Ganze? Genau solche Stücke mit diesem Inhalt sind damals gespielt worden im Grand Guignol, dem Horrortheater. Das Ganze wurde eröffnet 1897 und hat ganze 65 Jahre durchgehalten, also bis 1962. Und in dem heutigen Video wollen wir uns hier ein bisschen näher damit beschäftigen. Bevor dieses Gebäude zu einem Horrortheater wurde, war es ganz ursprünglich einmal eine Kapelle. Zwischenzeitlich, kurz bevor das Theater daraus wurde, war es sogar eine Kirche. Aber wir sind heute da, um sie nur näher mit dem Theater zu beschäftigen. Eröffnet wurde das Ganze, wie bereits erwähnt, 1897 und zwar vom Oscar Metinier. Das war dieser Herr. Es zeigte zu Beginn Stücke aus dem französischen Naturalismus, also aus dem Zeitalter der Empfindsamkeit, aber auch der Aufklärung. Ein Abend in diesem Theater bestand meistens aus fünf oder sechs einzelnen Stücken, die entweder eine humoristische Komödie gezeigt haben oder ein schauriges, gruseliges, schockendes Theaterstück. Diese Methode gibt es auch heute nur in Horrorfilmen und teilweise natürlich auch in Büchern und wird Hot and Cold Shower genannt. Also du zeigst zuerst Menschen etwas, was sie furchtbar schockiert, das ihnen Angst macht oder ähnliches und anschließend eine lustigere Szene, also damit sie wieder lachen müssen. Teils lachen sie dann natürlich nur aus Angst, teils auch aus Erleichterung. Im nächsten Moment kommt aber schon wieder der nächste Schocker. Ich finde gerade das Conjuring-Universum mit seinen Horrorfilmen macht es teilweise sehr gut. Also
Du hast dazwischen schon immer wieder sehr ruhige, fast schöne Szenen, nur um 1 Sekunde später wieder komplett einzuhauen. Gerade zu Anfangszeiten des Theaters sind häufig Zeitungsartikel als Stücke verwendet worden. Das heißt, es waren wahre Berichte, die teilweise ein sehr tragisches bzw. trauriges Ende genommen haben. Erst später hat man eigene Autoren engagiert, um Stücke für das Theater zu schreiben. Erst als Max Morey das Theater übernommen hat, ist es zu so einem Horrorschocker geworden, wie es jetzt in den Geschichtsbüchern steht. Das Horrortheater in den Geschichtsbüchern. Max Morey hat nämlich schnell erkannt, dass man mit den Schockern, den blutigen, teilweise obszönen und grauslichen Sachen wirklich erst die Menschen ins Theater holt. Dass genau das das ist, was sie sehen wollen. Denn das Theater hat gerade in der Zwischenkriegszeit sehr viele Menschen angelockt. Sie wollten sie ablenken vor den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Max Morey war auch der Mann, der in André Delort engagiert hat. Dieser Autor hat auch den Beinamen Prinz des Terrors. Er ist Sohn vom Zahnarzt und hat selbst immer angegeben, dass er bereits als Kind sehr begeistert war, wenn die Patienten seines Vaters im Nebenraum geschrien haben und dass ihm das immer sehr, sehr fasziniert hat und dass er bereits als Kind fasziniert vom Horror und von den Schmerzen anderer Menschen war. Ich habe das Gefühl, aus solchen Menschen werden entweder Serienmörder oder sie machen dann irgendwas in der Kreativbranche. Das ist doch häufig so. Neben den Autoren dieser Stücke, also zum Beispiel im André Delort, sind natürlich die Schauspieler und Schauspielerinnen ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Theater. Eine Schauspielerin, über die wir kurz nur sprechen, ist die Paula Maxer. Sie wird da bezeichnet als die meistgetötetste Frau der Welt. Und dieser Satz funktioniert im Englischen irgendwie um einiges besser als im Deutschen. Paula Maxer wurde im Carcagnol auf über 60 verschiedene Art und Weisen getötet. Sie ist teilweise am Abend dreimal umgebracht worden und dazwischen waren ja immer wieder diese fröhlichen Stücke, wo sie dann fröhliche Dinge einfach zwischendurch wieder gemacht hat. 1962 wurde das Theater geschlossen. Die Faszination, die von diesem Horror, dem Ekel und der Grausamkeit des Theaters ausgegangen ist, wurde durch den Zweiten Weltkrieg gebrochen. Der letzte Leiter des Theaters, Charles Nonneau, hat sich dazu folgendermaßen geäußert: Mit Buchenwald konnten wir nie gleichziehen. Vor dem Krieg wusste jeder, dass die Geschehnisse auf der Bühne unglaublich sind. Heute wissen wir, dass solche Dinge und noch schlimmere wahr sein können. Das Grand Guignol war Wegweiser für den Horror. Es hat einige Theatergruppen und Theaterhäuser gegeben, die sowas in ähnlicher Art nachmachen wollten. Es hat in Hamburg eine eigene Gruppierung gegeben, ich glaube sogar erst jetzt im 21. Jahrhundert irgendwann einmal. Wirklich funktioniert hat es aber nicht. Theaterstücke, die nur dazu produziert wurden, um zu schocken, deren Erfolg daran gemessen wurde, wie viele Menschen ohnmächtig werden oder wie viel sie übergeben, ist absolut crazy und zu damaligen Zeiten eigentlich unvorstellbar gewesen. Doch nicht nur das, viele Erfindungen und Techniken, die wir im heutigen modernen Theater kennen, jetzt durch die Digitalisierung teilweise natürlich nicht mehr, aber viele dieser Techniken sind im Grand Guignol entstanden. Es ist so viel Kunstblut verwendet worden, die perfekten Mischungen wurden gesucht. Es hat eigene Menschen gegeben, die dafür gesorgt haben, dass das Blut zur jeweiligen Situation passt. Denn frisches Blut ist natürlich anders wie getrocknetes Blut. Blut vor einer Leiche, die gerade nochmal neu aufgeschnitten wird, funktioniert ganz anders als wie das vor dem kleinen Mädchen, das mal die Augen ausgestochen hat. Alles in dem Theater hat so real wie möglich erscheinen müssen. Die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und dem Schauspiel sind verschwommen. Das Grand Guignol wehrte sich gegen die Zensur und hat der Gesellschaft immer wieder einen Spiegel vorgehalten. Es hat die moralischen Grundsätze der Zuschauer hinterfragt, denn warum sitzen sie dort drinnen und sehen zu, wie eine Schauspielerin immer wieder und wieder vergewaltigt bzw. getötet worden ist? Warum zahlen die Menschen dafür Geld? Wer sich noch näher mit diesem Thema beschäftigen will, das ist ein YouTube-Channel, er ist leider auf Englisch. Ich habe davon auch sehr viel Infos gezogen. Die Idee habe ich vorher schon gehabt. Das freut mich sehr, dass sie wer anders diesem Thema schon angenommen hat, aber wie gesagt, leider nur auf Englisch. Und weil wir uns ja hier vom Bücher-Channel befinden, habe ich jetzt auch noch drei Buchtipps zu dem Thema. Sie sind leider auch alle drei auf Englisch. Ich finde es super schade, dass es kaum Literatur zu diesem Theater gibt und wenn dann eben nur auf Englisch. Aber die drei Buchtipps zeige ich euch jetzt trotzdem. Über eins davon haben wir bereits kurz einmal in meinem Monatsrückblick gesprochen. Das ist Anainin. Anais, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Ich weiß, dass ich es schon mal richtig gesagt habe. Et de Grand Guignol. Das ist vom Robert Levy und ist eine Geschichte einfach nur.
Jetzt bei der Recherche zu dem Ganzen ist mir die Geschichte aber immer wieder in den Sinn gekommen, denn darin kommt da die Paula Maxer vor zum Beispiel, eben auch eine reale Person, und die Nin ist ja auch eine reale Autorin, die so existiert. Und in diesem Buch wird eigentlich sehr gut dargestellt, dass wie sehr die dieses Theater in eine andere Welt gezogen hat und wie crazy es eigentlich war, da drinnen zu sitzen und diese Sachen auf der Bühne zu sehen. Und ich würde immer noch nicht sagen, dass es super gut ist, aber wenn man sich mit diesem Theater beschäftigen will, sollte man trotzdem das einfach als schönen Roman, der jetzt nicht auf Fakten basiert, anlesen. Nummer 2 ist 30 Hours with a Corpse, and Other Tales of the Grand Guignol. Ich glaube, auf Englisch sagt man übrigens Quignol. Ich finde, das klingt ein bisschen japanisch. Quignol of the Grand Quignol. Das ist von Maurice Level und introduced and edited by S.T. Joshi. Dieser Herr ist auch der, der diese Lovecraft-Biografie beim Golconda Verlag geschrieben hat. Also ein sehr cooler Boy. In diesem Büchlein gibt es eben eine kurze Einleitung von diesem Joshi. Und hinten, also der Großteil davon, sind aber eigentlich nur Theaterstücke, die eben in dem Theater aufgeführt worden sind. Es waren insgesamt, glaube ich, über 12.000 verschiedene Vorstellungen. Natürlich schon immer wieder mit ähnlichen Szenen. Also du hast nicht alle da drinnen, aber sehr viele. Und wer ein bisschen mehr wissen will, in welche Richtung diese Stücke gegangen sind, sehr zu empfehlen. Außerdem ist es teilweise sehr schwer, die Werke dieser Autoren, die für dieses Theater geschrieben haben, so zu bekommen. Da hat man heute halt eine sehr nette Zusammenfassung. Und Nummer 3 ist jetzt ein wirkliches Sachbuch zu dem Ganzen. Theatre of Fear and Horror von Mel Gordon. Und ich habe am Anfang gedacht, da sind jetzt auch nur die Theaterstücke drinnen. Das war aber eine Fehlvermutung. Es sind nämlich hinten nur ein paar von diesen Theaterstücken. Aber man hat auch sehr viele Fotos und das finde ich sehr interessant, weil es ist gar nicht so leicht, an Fotos zu kommen aus dem Theater. Ich meine, natürlich jetzt da nur neuere. Es werden sehr viele Techniken gezeigt, wie man manche Sachen da drinnen halt gemacht hat. Also dieses Buch ist auf jeden Fall die größte Empfehlung für Menschen, die sich eher mit dem Thema beschäftigen wollen. Ich finde, es schaut einfach nur super cool aus. Es sollte normalerweise in jeder Buchhandlung zu bestellen sein. Es kann nur sein, dass es ein bisschen länger dauert. Also das Problem habe ich auch gehabt, darum habe ich es noch nicht ganz gelesen. Aber ja, Achtung, kurz ein bisschen wilder Content da. Ja. Auf jeden Fall, diese drei Bücher kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch näher mit dem Thema beschäftigen wollt. Und wie schon gesagt, den YouTube-Channel von vorher, der ist unten verlinkt. Leider alles auf Englisch, leider ein bisschen schwieriges Thema auf Deutsch. Drum gibt es jetzt zumindest mein Video mal auf Deutsch. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere Video von irgendwem, der sich besser auskennt dazu. Mit diesen drei Buchtipps beende das Video jetzt da und ja, Bussi Baba, wir sehen uns beim nächsten Mal.